RZ09. Sehr schöne Tastaturbeleuchtung. Die Farbenwechsel. Oh, sieht richtig scharf aus, das Ding. Ist auch sehr gut verarbeitet. Super robuste kleine, ja, Gamer. Displayschaden. Okay. Muss man halt aufpassen. Hier ist, muss man sagen, das ist richtig gut. Guter Displaydeckel. Na, die Rahmen, die ist geklebt mit dem Display. Also muss man vorsichtig abklemmen, nicht kaputt machen. Und dann geht man hier mit Abklemmewerkzeug und dann klebt man das Teil ab, damit man sehen kann, welcher Displaytyp dahinter ist. Klar wird ein Full HD, schätze ich mal, drin sein. Ja, na dann erstmal auseinandernehmen. Ich habe das Display abbekommen, ganz schwer. Also hier unten sind die Griffe zum Abziehen der Klebestreifen. Geht aber ganz, ganz schwer und darauf achten, der LVDS-Kabel ist auch hier geklebt. Das ist das Display, was da rausgekommen ist, in Einzelteile. Ging einfach ganz schwer ab, das Zeug hier, das hat sich zusammengewurstelt. Und ja, sollte man berücksichtigen, wenn man das Display hier abkleben möchte. Das klappt nicht sehr einfach. Wie gesagt, hier drunter, da kommt man schwer ran, aber man kann ziehen, lösen sich aber, haben sich nur zum Teil gelöst. Eine ist abgerissen und dann ging das nicht mehr raus und dann war es das. Ne? Ganz schwierige Angelegenheit. Hier in der Mitte darf man nichts, wie gesagt, mit kein scharfes Werkzeug oder sonstiges, sonst verletzt man das, die Leitung und das war's. Ne? Das Display an sich hier, das ist die Typennummer LP156 WFG SPXF2. Ist natürlich klar ohne Schrauben und das ist der Anschluss Standard. Ne? Also ein IPS mit Höhe Wiederholfrequenz 244, glaube ich, Hertz. Ja, für wie heißt das, für ein schnell fließendes Bild beim Spielen. Okay, jetzt ein Display suchen. Da muss man uns hier diese U-förmige Profil doppelseitige Klebeband kleben. Ansonsten die Rahmen passt, ist bis zu Ende wird das Display gut umfasst. Das ist so ein Gummihalterung hier am Rand, also der klebt ganz leicht, sollte man vorsichtig damit umgehen. Ja, und dann muss die Rahmen drauf. Ne? Ich muss aber hier irgendwie so einen Kostenvoranschlag machen. Ja, irgendwie so einen Schaden. Und dann, wenn die übernommen wird, dann wird das Display bestellt. Das Display, mal schauen, was er kostet und ob er einzeln lieferbar ist.